Für die, die es können, ist es selbstverständlich und lächerlich. Das, was ich gerade vorgemacht habe, aus eigener Kraft vom Boden aufstehen zu können. Jedoch für die, die es nicht mehr können, ist es ein Todesurteil. Ihr könnt ihn euch vorstellen wie den Weihnachtsmann, einen netten, sympathischen, älteren Herr, leicht korpulent, weiße Haare, immer hilfsbereit. Ich spreche von Herrn Neumann. Herr Neumann ist mein Lieblingsnachbar aus dem ersten Stock. Herr Neumann ist diesen Sommer vor 5 Jahren genauso in seiner Wohnung gestorben. Er muss noch ein paar Tage dort gelegen sein, bevor er tot war, unfähig, aus eigener Kraft vom Boden aufstehen zu können, geschweige denn das Telefon zu erreichen. Und ich weiß ganz genau, das ist ein drastisches Beispiel, warum diese Fähigkeit so wichtig ist. Aber ich lege noch einen drauf. Anscheinend ist es eine Fähigkeit, die wir nicht nur als letztes in unserem Leben hergeben wollen, es ist auch eine Fähigkeit, die wir, und erinnert euch, als erstes in unserem Leben lernen wollen. Und glaubt bloß nicht, Herr Neumann ist ein tragischer Einzelfall. Fragt die Feuerwehren, welche Einsätze sie fahren. Fragt die Altersheime, was einer der Hauptgründe ist, warum ältere Menschen überhaupt in ein Altersheim umziehen müssen. Sie schaffen es nicht mehr, aus eigener Kraft vom Boden aufstehen zu können. Aber warum ist das so? Und dazu bitte ich euch doch mal bitte aufzustehen. Noch könnt ihr es ja. Und macht gerne mit. Bewegt mal euren Arm genauso wie ich. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir würden nur für die nächsten 6 Wochen den Arm nur in dieser Bewegungsamplitude bewegen, in dieser Range of Motion. Ich glaube, wir sind uns alle ziemlich sicher, dass wenn ich den Arm in 6 Wochen mal wieder komplett strecken wollte, wäre das sehr unangenehm, schmerzhaft, vielleicht wird es gar nicht mehr gehen. Einverstanden? Ja oder nein? Sehr gut, vielen Dank. Meine Hüft-, Knie- und Sprunggelenke können das hier. Es hat Hunderttausende von Jahren Evolution gedauert, bis sie das hier konnten. Nur wie verwenden wir unsere Hüft-, Knie- und Sprunggelenke, wenn wir sie verwenden? Setzt euch mal bitte wieder hin. Die anderen haben es schon getan. Genau, genau so. Wenn wir unsere Hüft-, Knie- und Sprunggelenke verwenden, verwenden wir sie nur, um uns auf Gegenstände abzusetzen, die genauso hin wie der, so hoch sind wie der Stuhl, auf dem ihr gerade sitzt, zu Hause, vorm Fernseher, im Restaurant, im Büro, überall. Aber was können wir dagegen tun? Was könnten wir dagegen tun? Tja, also wir kommen aus einem Meeting. Ja, und wir bringen Arme voll Arbeit mit, zurück ins Büro. Und wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht. Wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Keine Ahnung. Und du, ich sag zu dir, weißt du was? Ich gehe jetzt erstmal eine rauchen und dann fang mal an. Und du sagst, alles klar, komm, geh eine rauchen und dann fang mal an. Genau die gleiche Situation. Wir kommen aus einem Meeting, legen die Arbeit ab, die wir mitbekommen haben, wissen nicht, wo uns der Kopf steht. Und du sagst zu mir, Robin, horche mal her. Wie wäre es, wenn ich jetzt erstmal für 2 Minuten eine Atemübung mache? Und dann werde ich für 2 Minuten mich ein bisschen mobilisieren und stretchen. Und dann werde ich noch für 1 Minute das Treppenhaus rauf und runter rennen. Und ich denke, alles klar, hat er nicht mehr alle Latten am Zaun? Haben wir nicht genug zu tun? Können wir nicht mal anfangen? Und das müsst ihr euch vorstellen. Wir sind heutzutage nicht nur gefangen in Gedanken, in Denkstrukturen, in Glaubenssätzen. Wir sind gefangen in sozial, gesellschaftlich akzeptierten Bedingungen. Selbstverständlich. Wie viel selbstverständlicher kann so ein Stuhl auch sein? Und ich denke, haben wir nicht genug zu tun? Müssen wir nicht langsam mal anfangen zu arbeiten? Aber was wäre, wenn ich anstatt einmal pro Stunde eine rauchen zu gehen, eine Atemübung mache? Was wäre, wenn ich anstatt einmal pro Stunde eine rauchen zu gehen, das Treppenhaus rauf und runter laufe? Was wäre, wenn ich anstatt einmal pro Stunde eine rauchen zu gehen, mich einmal am Boden ablege und wieder aufstehe? Fangen wir mal mit einer wissenschaftlichen Evolution an. Macht doch heute Abend mal das folgende Eigenversuch. Legt euch doch mal auf den Boden ab, komplett, ja, und versucht wieder aufzustehen. Und jetzt erspare ich euch 3 Jahre Sportstudium in einem Satz.
Okay, und das gilt für jede Übung. Wenn du diese Übung machst und du beobachtest dich dabei im Spiegel oder nimmst dich auf Video auf und diese Übung sieht scheiße aus, dann ist die Übung auch genau. Dann ist die Übung auch scheiße. Und jetzt stell dir nochmal vor, wenn du anstatt einmal pro Stunde eine rauchen zu gehen, das Treppenhaus rauf und runter läufst. Oder anstatt einmal pro Stunde eine rauchen zu gehen, dich absetzt und aufstehst. Und hört ihr das? Ich höre nämlich die Ja-Abers. Die Ja-Aber höre ich, Robin. Das eine Mal aufstehen und hinsitzen, das bringt doch überhaupt nichts. Das macht doch keinen Sinn. Oder die eine Atemübung, das bringt doch überhaupt nichts. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Leute, alles schon gehört. Ich kenne die Abers. Aber ich habe auch ein Ja-Aber für dich. Und jetzt gebe ich dir was zu denken. Ja-Aber von einer Zigarette bekomme ich auch keinen Krebs. Wo steht geschrieben, dass man in einer Zigarettenpause eine rauchen muss? Für mich ist die Zigarettenpause ein schöner Lösungsansatz für einen aktiven und gesunden Lebensstil. Und damit Rest in Peace, Herr Neumann, und vielen Dank.